Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Angezockt. Wir spielen hier jetzt The Lawnmower Man auf dem Super Nintendo, der Rasenmähermann, das Spiel zum Film anscheinend. Mit Genau. dabei ist auf jeden Fall wieder mit der Killbill158 als Gastkommentator. Grüßt euch. Das Spiel muss ich wieder ein bisschen leiser machen. Jo. Es ist schon krass, wie unterschiedlich laut manche Super Nintendo-Spiele sind. Oh, das ist aber überhaupt nicht übersetzt, was hier steht. Virtual Echt? Reality, worum geht's denn da nur? Der Rasenmähermann, okay. Es geht wahrscheinlich um einen Mann mit Rasenmäher. Wow. Es geht hier ab. Soll ich Mann oder Frau spielen? Der Rasenmähermann, da stand's deutsch. Normalerweise würde dann stehen The Lawnmower Man. Ja, das sind die Filmrollen hier, ne? Du kannst auswählen, ob du die Player männliche 1, Rolle oder die Player 2, weibliche Rolle Top spielen Start. möchtest. Wir haben kein Player 2. Oh lol. Ich habe irgendwie meine Joypad 2, muss ich mal disablen und das Spiel neu starten jetzt. Ja. Entschuldigung. Das war mein Fehler. So, jetzt go go, Gadget und Mobil. Google Gadget, genau. THQ Software. Yeah. Übersetzung von Skitte. Und es geht, ja. So. La 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 la. Mein Gott, was ist hier los? Monster! Okay. Nein, a monster. Oh fuck, warte. Es geht ab. Ne, jetzt ernsthaft, was ist das für ein Spiel, ey? Ja. Data, Data. Ja, das ist wieder Co-Kommentator. Hä? Okay, worum ging es in dem Film? Ich kenne den ja Das tatsächlich waren noch nicht. Horrorspiel. Ein Horrorfilm. Es war ein Horrorspiel, ja. Das trifft's, ja. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Ein Horror. Und zwar ging es darum, dass da quasi die sowas wie eine Maschine entwickelt haben, wo die dann quasi in die Ich Matrix wurde eintauchen konnten. verweigert. Das ist eigentlich quasi eine Matrix für Arme. Das Matrix-Spiel für Arme. Dort haben die eine Maschine Boah. erfunden, wodurch die quasi da in so ein Cyberspace-Universum rein konnten. Wow, ich bin gleich down. Continue. Ja, es ist nicht unbedingt einfach. Ich weiß nicht mal, was ich jetzt hier machen soll, um weiterzukommen, ehrlich gesagt. Oh je. Nein! Er hat mir abgeschossen, die Sau. Es hatte schwer gebumst. Dafür kann ich aber die auch richtig hart wegmachen. Mach sie hart weg, bitte. So, ich kann jetzt hier nichts weiter Oder Pick machen. ist da. Pick hat gesagt, wir sollen sie. Ja, er soll es hart wegmachen. Ach so, ich sollte da drauf schießen, einfach nur tausendfach, dann ist es Access granted. Oh Leute, was ab? Oh Gott. Nein! Oh, gegen die Wand gelaufen. Oh, ich bin so dumm. Was Gegen machen die wir? Wand gelaufen. Bin ich wieder Es draußen, ging die ich Wand gehe gelaufen, oh rein. mein Gott. Player One, Eintritt Industriezone. Es ging die Wand gelaufen. Und warum? Weil es kann. Weil es kann. Ich habe es jetzt geschafft, oder was? Jetzt gespannt. Ich bin ja jetzt gespannt, ob das geht oder nicht. Exit. Oder ja. Wow. Wow. Also das ist auf jeden Fall echt abgespaced. Ja. Oh mein Gott, kleine Mongos. Der kleine Mongo. Oh, er hat mich gefressen. Kleine Boah. Mongo hat mich gefressen. Power. Ich hab Power. Nein! Haha. Boah, krass, ey. Das Spiel ist echt hart. Ich kämpfe mal weiter. Ah, jawohl. Nein! Gut, als nächstes können wir unser Super-Spiel machen Das gleich. Auto hat mich überfahren? Nee, okay. Ah, bin ich zufrieden. Ich Also, hab's das doch ist. hinbekommen. Okay, Leute, das war's jetzt mit dem Let's Angezockt. Ihr habt's gesehen.
wie das Spiel ist. Es ist super geil. Ja, super hardcore geil. Kauft es euch noch fünfmal Wahnsinn, wieder. Wahnsinn, ey, boah. Ja. Das wäre so ein Titel gewesen, da wäre ich mega enttäuscht. Ja, das sieht, das war auch ein geiles Cover an sich. Also, ohne Scheiß. Wärst du wirklich so, oh nee. Du wärst verarscht vollkommen, glaub mir. Wahnsinn. Weil das auch noch Wahnsinn. Vom Cover her eigentlich okay war, sag ich jetzt mal, ne? Das ist so ein Titel, ja. Kennst du das? Früher hat man ja so Spiele nach Cover gekauft. Geiles ja, Cover. Ja, ja, weil man ja keine andere Möglichkeit großartig hatte. Deswegen waren wir dann so froh über die Club Nintendo zum Beispiel. Ja, genau. Ja, jedenfalls, wenn ihr mehr dazu sehen wollt, hören wollt, wie auch immer, guckt einfach mal bei mir auf die Facebook-Seite, YouTube-Channel und so weiter. Manchmal mache ich auch einen Livestream, so wie jetzt eigentlich gerade. Das ist jetzt eine Auskopplung davon sozusagen, genau. Was ihr gerade gesehen habt. Ich habe noch nebenbei noch einen Podcast, da könnt ihr auch mal reinschauen, lemongrace.de/podcast. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Guckt rein, bin ja voll haut euch um die Ohren. Jedenfalls, haut euch bitte. Das war's jetzt mit dem Spiel, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Macht's gut, bis dahin und tschaußen, bis zum nächsten Mal. Das ist extrem geil gewesen, kurz ehrlich. Total leicht und so. Und so das kann im Grunde jeder. Das ist wie so ein Spiel. Wie dieses Terminator-Spiel für Super Nintendo. Weißt du, was absolut nichts damit zu tun hat und so richtig schön scheiße ist. Ja, genau. Aber in dem Spiel scheint noch mega viel abzugehen irgendwie. Jetzt bin ich die Demokratie, aber. Boah. Nee, das sieht nur so aus, so, weißt du so, da haben die Anfang gut gemacht, Ende gut gemacht, aber das Spiel an sich ist totaler Shit. Ist so? Total geil, Leute, kauft es euch mal wieder. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Alles klar.